Hey ho Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Ja, in der letzten Folge haben wir uns einem ganz leichten Gegner gestellt, einem ersten Drachen. Wie gesagt, ab jetzt bleibt es auf legendär. Es sei denn, es gibt wirklich Stellen, wo ich gar nicht weiterkomme. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu Aber suchen mal sehen, habt. Wie es weitergeht. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch! Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Das ist schön. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Da ich weiß, wen ich suche, werde ich jetzt mal finde die Rotwadone spielen. Und zwar... Wie läuft heute die Bettelei? Ja. So. Die Rotwadonentante ist die hier drinne. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ja, die ist das. Kann ich etwas für euch tun? Ja, Sadia. Braucht etwas? Seid ihr sicher? Ja. Oh nein, bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Nein. Schnell, kommt mit mir. Nein. Ich werde jetzt erst mal mit den Rotwadonen sprechen und ihnen sagen, dass ich dich gefunden habe. Nein, 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 du hast bestimmt wieder eine Information für mich. Will ich gar nicht. Bei Ismir, ihr... Ja, ich habe einen Drachen getötet. Mein Gott, kann ja mal passieren. Jeder macht mal Fehler. Früher habe ich übrigens auch gerne mal die Argonia gespielt, weil... Ich weiß nicht, sie haben halt immer diese 100% Resistenz gegen Krankheiten. Das war... Für damalige Verhältnisse war mir das immer sehr wichtig. Außerdem konnte man so eine richtig fette, durchtrainierte Echse, die hat einem schon irgendwo gesagt, oh yeah, musste Angst davor haben. So, jetzt muss ich erstmal ins Questlog gucken. Verschiedenes. Sichtsformerin. Dritter kaiserlichen Armee bei. Sprich mit Sadia. Hä? Läuft er doch hier oben? Das wäre natürlich super. Ja, sehr schön. Weil solange die noch nicht weg sind, muss ich nicht um die halbe Welt reisen. Und kann ihm gleich petzen, hier, die alte ist hier, die du suchst. Ich hab sie gefunden! Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Hä? Nein, ich hab die Frau gefunden, du Trottel. Ihr? Wo? Raus mit der Sprache. Ja, chill. Die steckt dort in dem Haus fest. Wir können ihr dorthin nicht folgen. Nicht ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Korrekt. Ihr müsst sie zu uns bringen. Gern. Bringt sie zu den Stellen von Weißlauf, außerhalb der Stadt. Wir warten dort auf euch. Früher oder später finden wir sie. Boah, was ist denn heute los? Ich wäre schon wieder zugetextet hier von allen Seiten. Nein, tut mir leid. Nichts. Was? Ich hab gar nicht mit dem geredet. Die reden dann immer so unaufgefordert an. Das ist auch manchmal richtig nervenzerfetzend. Komm her, mein Freund. Ich habe nichts getan. Ja. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen... aus meinem hochwertigen Fleisch angeboten. So. Noch ein Tipp, wenn ihr einem Bettler halt Geld gebt. Habt ihr eine Münze übrig? Dafür gibt es ziemlich schöne Buffs. Wenn wir jetzt mal gucken hier bei aktive Effekte. Geschenk der Nächstenliebe.
Redekunst, 1:10. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Und ich sag mal so, Redekunst 10 verbessern ist... Also Redekunst macht sehr, sehr viel aus. Weil man bekommt auch bestimmte Informationen, umso mehr Redekunst. Früher war es so, man hat noch Charisma, Stärke und sowas gehabt und Geschicklichkeit. Und umso besser man die Werte hatte, umso mehr hat man halt auch bekommen. Und Charisma war damals für die Redekunst mit zuständig. Und ich muss sagen, das war immer genial. Gut. Ihr seid endlich... Mögen die göttlichen... 5000 für ein Haus. Boah. Ja, Mann, wir haben 1600. Was sollte es sonst sein? Genießt hey, mein Freund. Euren Besuch in Drachenfeste. Ja. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Wer bist du? Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja. Ich hab ihn... Ja, der Turm war zerstört, ich hab den Drachen niedergemetzelt und ich bin in Drachenblut. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ich hab doch gesagt, ich bin ein Drachenblut. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Gar nichts, die Männer haben mich so genannt. Nicht nur die Männer. Die Graubärte scheinen genauso zu denken. Hm? Wer sind denn die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Okay. Was wollen die von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Doch. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrotgar gerufen hat. Das hat man ja auch gehört. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hungar, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses... Drachenblut ist. Er steht da hinten und geh hin. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hunger. Geht nicht so. Hunger. Ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Nein, überhaupt es nicht. Ist nur. Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Guckt euch mal Wenn sie seine denken, Hackfresse dass an. Ihr ein Drachenblut seid. Wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Darf ich auf deinem Stuhl ihr sitzen? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrotgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ja, ist ja gut. Ich beneide schon. Euch, wisst ihr. Die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrotgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Denkst Egal. Du nicht? Begebt euch nach Hoch... Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Das ist schön. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es Danke. Ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann. Danke. Zurück danke, zur danke, Tagesordnung, danke, Proventus. Danke. Wir haben immer noch eine Stadt. Ich bin direkt hinter euch. Ich zeige euch, kannst was du mich ich in Schießkunst? Ja, guckt an, er kann mich wieder in Schießkunst unterrichten. Was soll ich nehmen? Gar nichts. Ich möchte bloß mein Geld wieder haben. Und nebenbei dann auch alles andere, was du bei dir trägst.
So, ich dann zeige euch, was ich weiß. Was soll ich nehmen? Ich zeige euch, was ich weiß. Was soll ich nehmen? Oh. Ja, genau. Bin immer noch da. Ich zeige euch, was ich weiß. Was soll ich nehmen? Ich zeige euch, was ich weiß. Was soll ich nehmen? Gar nichts. Passt schon. Hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Ja, ja, geh weg. So. Die Göttlichen sind euch heute, mein Freund. So, hier ist die Lydia. Hi, Lydia. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. So, Leute. Tut mir leid für diesen, ja, wahrscheinlich sehr abrupten Cut. Muss ich mal gucken, wie ich das schneide. Denn, ja, ich habe durch Zufall beim nach rechts gucken auf meinen zweiten Bildschirm festgestellt. Okay, Festplatte ist voll. Aufnahme mal abgebrochen. Ich bin direkt hinter aber euch. Ihr habt im Endeffekt nicht viel verpasst. Also, ich habe bis jetzt bloß mit Lydia geredet hier. Und wie kann ich euch dienen, Tane? Ja, eigentlich großartig gewesen ist jetzt nichts. Irgendwas verpasst, wie gesagt, habt ihr auch nicht. Axt vom Jarl. Sie kriegt erstmal noch einen Bogen. Das ist wichtig. Stahldolch, Stahlaxt. Sie hat ein Schwert. Ha. Pelzhelm, Kette. Oh, nee, Gottes Willen, gibt das Ding wieder her. So. Wie sieht der aus? So, dann gehen wir mal hier oben hin. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Bin ich auch. Das ist doch gar nicht möglich. Doch, es ist möglich. Sagen wir mal kurz einen Zwischenspeichern, ich will mal was ausprobieren. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Wie mit dem großen Krieger? Oh, okay, ich sehe jetzt hier alle durchdrehen. Okay, es funktioniert noch. Ach, ist das schön. Axt von Weißlauf. Kreaturen Personen bis Stufe 7 fliehen für 3 Sekunden aus dem Kampf. Au. Summst du hier? Oder bist du besucht das denn? Die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, nein, nein, wie die anderen großen Krieger? Ich will über nichts diskutieren. Ich will doch einfach bloß mein Leben leben. Dies und nicht mehr. Hä? Also, von drin sah es so aus, als wäre schön. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, müssen sie das. Ja, Lee! Schon als Mensch hat der große Talos uns hochgeschätzt. Hallo, Braid. Mein nächstes Dusch hier. Ich bin so hungrig. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ach, dieser. Ach. Nee. Hat ein Pfeil ins Knie bekommen. Es gibt aber keine Chirurgie, also von daher, der Pfeil ins Knie ist nicht so heilbar. Bin mir ziemlich sicher, dass es da früher keine. Hier findet eigentlich jeder etwas. Kein Arzt Bescheid, irgendwas machen konnte. Fragen habt. Aber gut, kann man sich jetzt streiten. Es gibt ja auch noch dann ich die Möglichkeit. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Nein, deine Schwester möchte ich nicht. Ich sag mal so, hier ist es Magie. Für mich sind es Heil. Schätze. Der Bogen wird verkauft, der wird behalten, der wird behalten, der ist wird verkauft, behalten, 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 behalten. Nö, weg damit. Der
dem der Magiker. Oh, schön. Eisenrüstung, Eisenstiefel bleiben aufgehoben. Frostgift könnte ich eigentlich Ausdauer senken, brauche ich nicht. Jagdbogen. Anfälligkeit für Blitze. Nö. Notiz, Assassin der dunklen Bruderschaft. Nee, der Pelzhelm muss weg. So, zwei Feuerbälle wegschmeißen. Jetzt haben wir schon mal 2000. Und 3000 brauchen wir noch zusätzlich. Schwaches Gift des Erzürns. 10 Sekunden lang fliehen. Ah nee, die laufen dann amok. Das ist schön. Weg damit, weg damit, weg damit. Stahldolch bleibt mal noch da. Hätte ich vielleicht zerlegen können, das weiß ich aber jetzt gerade nicht. Frostresistenz brauche ich nicht. Ausdauer 300 Sekunden um 20, Illusion. Achso, er hat noch. Nein. Gucken, was er so hat. Vielleicht hat er ein bisschen Eisen oder sowas für uns. Seelenstein groß. Okay. Halskette der Alchemie. Oh. Wäre so schön, aber es ist mir dann zu teuer. Nee, ist immer noch. So. Danke, Bellator. Bitte kommt wieder. Ja, ja, ich komme schon. Kommt hier doch mal in Bellators Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Kurze Frage, bist du behindert? Guck mal, ich Bellator. Würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wollt. Lasst mich in Ruhe. Nein. Nur ein kleiner Scherz. Will ich anrempeln. So, und als letztes, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen. Aber wir jetzt eh mal in der beflagten Meere mal zum Schlafen legen. Werden wir gleich uns mal, sollen wir ganz kurz gucken. P war das, glaube ich, ja genau, Wiederherstellung. F. Nee, nur links. Genau. Und für die Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, okay, ich hätte gern zum Beispiel leicht oder schwer Rüstung trainiert. Dann stellt euch hierher. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Und redet mit der Frau. Wenn ihr mit der, Frau boxen wollt, müsst ihr jetzt zum Beispiel, glaubt ihr, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen. So, wir wetten dagegen. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Ja, ja. Los geht's. Los. So, jetzt machen wir die Heilung wieder rein. Alter Schwede, sie macht ja einen Damage. Gut, genug geplaudert. Oh. Haben sie das gepatcht? Nicht so gut schmecken wie ein Leib frisch gebackenen Pumpernickels. Okay. Ich habe keinen Streit mit euch, aber ich bin bereit, wenn ihr welchen sucht. Eigentlich war es immer so, man hat sich von der Alten boxen lassen. Ihr scherzt wohl. Ihr habt doch gerade erst ein Zimmer von mir gemietet. Und so schnell wie möglich. Das Zimmer gehört mir noch. Das ist schön. Nein, eigentlich stellt man sich hin und lässt sich von der guten Tante da boxen und sagt dann so, yo, schlag mich mal, das stört mich nicht, aber die Alte hat mir ja schon locker 5-10% vom Leben mit einem Schlag abgezogen. Immer die Wahrheit ist. Können wir wenigstens zum Abendessen in die Taverne gehen? Wir sind in einer Taverne. Und dabei wollte ich euch wieder Kohl mit Apfel servieren. Oh,
Meine Fee, wir können in der Taverne zu Abend essen. Hurra! Ich würde jetzt schon gerne gegen die hier boxen. Lust auf ein Nord, sprich. Warum nicht? Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem... Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie und kein Geheule. Los geht's. Was? Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Dieses Lied hier ist besonders... Du mal an. Lieder, das ihr lernt. Ragnar. Mehr habt ihr nicht drauf? Ihr wollt einen richtigen Kampf, was? Nein, nein, ich wollte keinen richtigen Kampf. Ich wollte bloß... Okay, dann müssen wir nochmal speichern, nochmal zurückgehen. Lust auf ein Nord-Sprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Ist ein schönes Sprichwort, gut. Aber genug da der Folgentimer jetzt ging, habe ich da keine Zeit halt. Hab ich da keine Zeit jetzt dafür für so ein blödes Sprichwort. So, jetzt mal gucken, was man noch so... Redekunst ist, könnte man hochbringen. Einkaufspreise sind um 10% niedriger und Verkaufspreise um 10% erhöht. Das könnte ich machen. Schloss knacken. Schleichen. Schleichen ist auf 32 und das habe ich nicht mal großartig ausgebildet, ne? Also, da geht schon was. Wo ist Redekunst? Hier. Was haben wir hier? Elfische Rüstung ist leicht. Hallo. Da. Zwergisch. Ab 30 gibt es zwergische Rüstung. Okay. Zwergenrüstung ab Level 30. Oh, hier oben ist das Dach auf. Wenn es draußen regnet, regnet es hier nicht rein. Das ist auch komisch. Na gut, würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir nochmal gegen die komische Tante hier zu boxen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Nochmal hinterher, es tut mir leid, dass es so abgebrochen wurde zwischendurch. Aber, naja, Festplatte voll, das kann man halt nicht ändern, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.